Herzlich willkommen zurück bei Easy Erklärt 7 Days to Die. Heute wurde endlich, Gott sei Dank, Alpha 9 released und mit Alpha 9 wird es jede Menge Änderungen geben, die meiner Meinung nach absolut großartig sind. Ich werde in diesem Video nicht alle Änderungen ansprechen können. Ich werde mich wirklich nur auf die wesentlichen, super tollen, wie ich finde, genialen Änderungen beschränken. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir erstellen mal ein neues Spiel und da sehen wir schon, dass es jetzt hier bei Game World die Auswahl zwischen Neviskan und Random Gen gibt. Random Gen ist quasi ein zufällig erstelltes Terrain, riesengroß, Minecraft-Style, also wirklich unendlich groß, zufällig generiert und nur auf Random Gen werde ich mich in diesem Video beschränken. So, dann geben wir dem nochmal einen Namen. Changelog. Und dann legen wir einfach mal los und man sieht dann schon jetzt gleich, es gibt jetzt zufällige Infos mit einem wunderschönen Screenshot im Hintergrund. Jedes Mal, wenn man sich zu einem Server verbindet, wenn man ein Spiel startet oder weiterführt, gibt es diese Screenshots. Ist jetzt nicht so unglaublich toll, aber ist auf jeden Fall eine nette Änderung. Kennt man von anderen Spielen schon, dass da immer so kleine Tipps und Hinweise stehen. Und ja, dann drücken wir mal Enter und spawnen. Und ja, was einem zuerst auffällt, ist, dass das ganze Interface ein bisschen anders aussieht, ja. Wir haben die Uhrzeit ganz oben links. Wir haben da, wo früher die Minimap war und die ganzen anderen Statistikbalken oder Statusbalken, da sind jetzt nur noch so Säulen, die dann die Gesundheit, die Stamina, den Hunger und den Durst repräsentieren. Wir sehen dann unseren Toolbelt, der auf jeden Fall hübsch überarbeitet wurde und wesentlich besser aussieht als vorher. Und hinter diesem Gürtel lugt so eine kleine Kompassrose hervor, die sich auch bewegt, wenn man sich dreht. Gott sei Dank. So weiß man wenigstens, in welche Richtung man läuft. Und schreit schon der erste Zombie. Wir müssen mal gucken, dass wir hier weitermachen können. Da steht schon der erste Zombie. Ich hätte sie ausschalten sollen, habe ich aber nicht getan. Egal, wir machen weiter. Das geht schon irgendwie schief. Wenn wir jetzt mal ins Inventar gucken, hat sich das auch ein wenig geändert. Wir haben hier unser Inventar. Da können wir nach wie vor lustig Sachen reinziehen. Mit Shift-Klick hüpft es gleich da auch nach oben. So, dann haben wir hier auf der linken Seite Symbole für die einzelnen Kategorien, wo wir da wiederum unsere Rezepte finden können. Hier oben gibt es noch eine Suchfunktion, da kann man dann auch nach Rezepten suchen, kategorieübergreifend. Hier haben wir unseren Craft-Table wie gewohnt und wenn wir hier auf Craft drücken, kommt hier unser Ergebnis raus. Also nichts wirklich Neues, nur wesentlich hübscher aufbereitet, übersichtlicher, ein bisschen realistischer von der Farbgestaltung her. Ich mag es auf jeden Fall. Wenn wir auf Charakter drücken, kommen wir hier zu unserem gewohnten Charakterausrüstungsbildschirm. Hier mit den Stats, hier mit der Rüstung. Hier stehen die Buffs drin, die aktiviert sind. Inventory gibt es noch nicht. Das wird irgendwann mal folgen. Ja, dann können wir das jetzt erstmal wieder zumachen. Was auf jeden Fall aufgefallen sein sollte, die Minimap ist weg. Die war ja sonst immer unten links in der Ecke. Die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Minimap mehr. Weder auf Neviskan noch in der Random World. Stattdessen haben wir eine komplett überarbeitete Map. Wir sehen uns hier als blinkenden Pfeil. Wer darauf achtet, hier unten stehen Koordinaten. Überall, wo ich mit meinem Mauszeiger hingehe, bekomme ich eine Koordinate angezeigt. Mit Rechtsklick und Mausbewegen kann ich die Karte verschieben. So, in beide Richtungen, nach oben und unten. Wo sind wir jetzt? So, wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Charakter ist, weil ich hier so viel geschoben habe, dass ich das nicht wiederfinde, drücke ich einfach hier oben diesen weißen Pfeil und die Map wird auf den Charakter zentriert. Ich kann mit dem Mausrad reinzoomen, ich kann rauszoomen. Hier oben steht nochmal die eigene Position. Und wenn ich einen Rechtsklick ausführe und die Maus nicht bewege, kann ich einen Wegpunkt setzen. Ich setze hier einfach mal einen Wegpunkt hin, dann kommt da so eine lustige rote Fahne. Und wir sehen hier oben rechts Target Distance 0,1 Kilometer. Netterweise Kilometer, nicht Meilen, finde ich großartig. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass von meinem Standort bis zum Wakepoint 100 Meter zurückzulegen sind, ehe ich da bin. Hier haben wir auf der rechten Hälfte die Freundesliste. Die wurde ja in den Map-Bildschirm verlagert. Da können wir Freunde hinzufügen, Freundschaften akzeptieren, Freundschaften ablehnen und so weiter.
Ja, das war das. So, und jetzt muss ich gerade mal von den Zombies weglaufen. Und während ich hier weglaufe, kann ich ja mal ein paar Bilder von der Random Generated Map einblenden, die ich so aufgenommen habe, beziehungsweise die ich vom Entwicklerblog von Joel habe. Teils, teils. Und ja, die blende ich halt jetzt gerade mal ein. Könnt ihr mal gucken, sind ein paar schöne Aufnahmen dabei. Und ich laufe jetzt hier mal an eine andere Stelle. Wow, aua, da bin ich runtergefallen. So, das sind immer noch Zombies. Na gut, dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Hier ist auch ein bisschen komisches Gebiet gebaut. Hohe Klippen an einem kleinen See. So, bin ich jetzt weit genug weg? Ne, da sind immer noch welche. Hier gibt es so kleine Bächlein. Na, Bächlein nicht. Wie heißen die denn? Tümpel, Wasserlöcher. Wasserlöcher. So, sind hier überall verteilt. Ich will gerade mal gucken, dass wir in ein anderes Biom kommen. Zwischendrin kann ich euch ja noch irgendwas erzählen. Es gibt eine Menge neuer Buffs. Die werde ich gleich nochmal alle vorstellen. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Buff, wenn man sich das Bein gebrochen hat. Es gibt einen Buff, wenn man schmutziges Wasser trinkt, dann bekommt man Durchfall. Oder es gibt einen Buff, wenn der Zombie zurückschlägt, dann ist man so ein bisschen benommen und kann nur ganz langsam reagieren und nicht gleich zurückschlagen. All solche Sachen gibt es jetzt hier neu. Ah, wir laufen nochmal, wir laufen nochmal, wir laufen nochmal, wir laufen nochmal ein bisschen weiter. Gut, wir fliegen. Laufen bringt hier jetzt gerade nicht so viel. Also ein so ein Biom ist ungefähr 1,2 mal 1,2 Kilometer groß. Pi mal Daumen. Innerhalb dieser Biome können Point of Interests spawnen. Das sind also irgendwelche Zeltlager, Ruinen, lustige Gebäude halt, die das Ganze doch spannend machen zu erkunden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, nicht nur irgendwo eine Basis aufzuschlagen und da zu verweilen, sondern tatsächlich auch. Guck mal, sieht das nicht großartig aus? Ich finde, das sieht so großartig aus. Nicht nur in der Basis zu verweilen, sondern tatsächlich auch die umliegende Umgebung zu erkunden. Da haben wir zum Beispiel ein Camp. Wunderbarst. Einfach so mal mitten in diese zufällig generierte Welt reingeworfen. Es gibt eine gewisse Zufallsrate, nach der diese Point of Interests verteilt werden. Hier haben wir auch nochmal einen großen See. Ich finde, das sieht so großartig aus. Also, ihr merkt schon, ich bin absolut begeistert von der Arbeit, die die Programmierer hier geleistet haben, wie diese Karte generiert wird. Jetzt sind wir hier im Burnt Forest. Mal gucken, ob wir hier auch noch irgendwo einen Point of Interest finden. Aber wahrscheinlich nicht. Der Burnt Forest ist immer großartig hügelig. Es ist für mich eigentlich das Biom überhaupt im Random Generated Terrain. Das sieht einfach geil aus. Wenn man sich vorstellt, hier oben jetzt ein Camp aufzubauen, klasse. Ich find's toll. Also ich kann mich da echt nur wiederholen. Hier haben wir auch nochmal eine kleine Bergkette. Was man hier unten übrigens immer sieht, das hier. Hallo Hunde. Das ist Lehm. Den gibt es jetzt nicht mehr zufällig, wenn man Dirt oder sowas abbaut, sondern Lehm kommt jetzt tatsächlich in so Adern vor. Und die hauptsächlich in der Nähe von Flüssen. Das heißt, wenn ihr Lehm braucht, um euch eine Form zu bauen oder irgendwas anderes, dann solltet ihr das hier in der Nähe von Flüssen versuchen. Und nicht einfach hier in die Erde reinkloppen und hoffen, dass da Lehm droppt. So, wir gehen nochmal auf die Karte. Ihr seht, es wird alles freigelegt, wenn man sich bewegt. Also überall, wo man war, wird das Ganze freigelegt. Fog of War. So. Ein paar Klippen mit Stein. Nochmal zu dem Lehm. Es ist jetzt so, dass die einzelnen Edelmetalle auf die verschiedenen Ebenen im Boden verteilt wurden. Ich will mal gerade meine Notiz öffnen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Und zwar verhält es sich so, dass Stein und Eisen
in jedem Layer, also in jeder Ebene vorkommen kann. Je tiefer man gräbt, kann überall vorkommen. Allerdings ist es so, dass alle 20 Ebenen, wenn man runterbuddelt, also von 0 auf 20, von da ein weiter auf 40, von da weiter auf 60, dass sich da quasi die Wertigkeit des Edelmetalls, das man finden kann, oh, sieht das geil aus, Entschuldigung, dass sich die Wertigkeit des Edelmetalls, das man finden kann, steigert. Also zuerst findet man Kohle, dann findet man das Potassiumnitrat, dann Blei und zum Schluss Tungsten. Ich komme gerade nicht drauf, was es war, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ja, das heißt, je höherwertigeres Metall ihr braucht, desto tiefer müsst ihr graben. War bei meinem Kopf, glaube ich, genauso. Wenn man einen Diamanten haben wollte, muss man auch ganz tief buddeln, weil die kurz vorm Bedrock erst zu finden waren. So, ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt kurz mal eine Pause, schalte die Zombies aus, damit wir uns dann mal die einzelnen Buffs genauer angucken können. Ja, da sind wir wieder. Ich habe die Zombies abgeschaltet, aber hier laufen natürlich noch ein paar rum. Das heißt, ich muss jetzt erstmal in ein Gebiet, wo sie nicht spawnen. Nee, das haben wir aber gleich. Ich bin absolut unvorbereitet, aber so ein Release kommt ja auch immer so plötzlich. Man rechnet ja nicht damit. So, was brauche ich, um das zeigen zu können? Ich brauche auf jeden Fall erstmal Golden Rod Tea. Dann brauche ich, wie hießen die Dinger denn noch? Splints. Also ein Splint brauche ich. Was brauche ich noch? Lass mich mal ganz kurz in meine Aufzeichnung gucken. Ah ja, genau. Also das hole ich mir nachher, das brauche ich jetzt noch nicht. So, dann wollen wir mal hier lustig landen und uns den ersten Buff angucken. Wir sehen unten schon eine Meldung. Underwater, cannot breathe. Also, wir sind unter Wasser und können nicht atmen. Ach ja, schaut euch dieses. Ich weiß nicht, ob das jetzt in 8.9, 8.8 auch schon war. Dieses Gewabere hier. Dieser Wassereffekt. Auf jeden Fall seht ihr unten links das O2-Zeichen. Das heißt, wir haben aktuell keinen Sauerstoff. Ist ja klar, wir sind unter Wasser. Da kam gerade der Hinweis, dass wir langsam ertrinken. Wir kriegen Schaden. Jetzt will ich mal auftauchen. So. Dann wollen wir mal ans Wasser. Bang, 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 bang. So. Ja, haben wir ordentlich. Ach ja, Hunger haben wir auch. Okay. Dann wollen wir doch mal damit anfangen. Und zwar brauchen wir Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Was nehmen wir denn? Wenigstens. Dann nehmen wir mal hier gegrilltes Fleisch. Und wir sehen unten die Meldung: You are carrying something that smells and attracts zombies. Heißt also, wir haben jetzt Fleisch dabei. Fleisch riecht. Und das riechen die Zombies. Wurde vorher auf der Minimap mit diesen grünen Linien um einen herum angezeigt. Stattdessen sehen wir jetzt unten links diese kleine Nase. Die soll uns einfach nur symbolisieren, wir riechen nach was. So, jetzt esse ich erstmal was, damit das hier mal aufhört mit dem Wehtun. So. Okay, wir stinken. Ich schmeiß das mal weg, damit wir hier nicht durcheinander kommen mit den Symbolen. Jetzt haben wir wieder keinen Buff. Jetzt muss ich auch noch was trinken. Wissen wir ja, wir können aus Wasser trinken mit den Händen. Das mache ich mal. Jetzt steht da, you feel sick to your stomach and have. Oh, Durchfall. Okay, wir haben also Durchfall, weil wir hier schmutziges Wasser getrunken haben. Wir trinken noch mal ein bisschen mehr, weil wir sind ja durstig. Na, einmal noch. Ja, okay. Jetzt haben wir Durchfall. Das ist natürlich doof, weil wir gucken uns mal die Erklärung zu Durchfall an. Stamina, minus ein Punkt jede Sekunde. Das heißt, wir verlieren auf jeden Fall Ausdauer, wenn wir jetzt so weiterlaufen. Wir sehen da drüber noch, wie viel Zeiten uns noch, oder wie lange wir noch davon geplagt sind. Ungefähr 4.755 Sekunden. Ausrechnen dürft ihr das selber. Es gibt aber ein ganz einfaches Gegenmittel. Und zwar trinkt ihr einfach ein Gläschen Goldrutentee. Und dann ist der Durchfall weg. Ja, kann man auch im Real Life anwenden. Tee hilft. So, als nächstes wollen wir was ausprobieren. Und zwar fliegen wir nochmal. Und dann lassen wir uns mal aus der Höhe fallen. Und jetzt steht da, wir haben ein gesplittertes Bein oder gebrochenes Bein.
Links unten sehen wir wieder ein Symbol für diesen Buff. Wir haben also ein gebrochenes Bein. Wir wollen mal gucken, was steht da. Noch 2300 Sekunden haben wir unsere Geschwindigkeit um 20% verringert. Das Ganze kann man auch steigern, indem man, naja, die Höhe reicht nicht, mit einem angeknacksten Bein nochmal springt und es sich dann quasi richtig bricht. Was steht da jetzt? 40% langsamer als sonst. Ich weiß gar nicht, ob man auch noch auf 60% kommt. Ich probiere mal. Oder wir sterben dann. Oh, okay. Jetzt ist das Bein gebrochen. Und ich bin auch fast gestorben. Weil natürlich auch die Gesundheit runtergeht, wenn man sich wehtut. Ach, guck mal, oh, ist das schön. Da sitzen die Hirsche am und im Wasser. Herrlich. So, wir gucken nochmal. Den Buff kennt ihr schon. Da werden wir gerade geheilt. Noch 20 Sekunden lang. Ein Gesundheitspunkt pro Sekunde. Und unser Bein ist jetzt tatsächlich gebrochen und wir sind um 60% verlangsamt. Das macht überhaupt keinen Spaß. Laufen, also Sprinten, bringt überhaupt nichts mehr. Ihr kriecht jetzt hier durch die Gegend. Dafür gibt es aber diese Schiene hier, die man bauen kann aus Stoff und Woodsticks. Die wendet man mit dem Rechtsklick einfach an. Jetzt steht da unten dann gebrochenes Bein heilt. Und ich glaube, wir können sogar schon ein bisschen schneller jetzt laufen. Genau, jetzt sind wir wieder auf 40%. Und müssen noch 11,9 Ingame-Stunden warten, bis das Ganze verheilt ist. Das geht relativ schnell. Also man kann jetzt schon wieder ein bisschen schneller sprinten. Das ist okay. So, ich glaube, ich habe alle neuen Buffs gezeigt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Was aber auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, wir haben ja eben diesen Golden Rod Tea getrunken und haben dafür ein leeres Glas erhalten. Soll heißen, jedes Mal, wenn wir etwas aus einem Glas trinken, kriegen wir ein leeres Glas zurück. Funktioniert auch wunderbar mit Dosenfraß. Wenn wir jetzt Chili essen, macht das flump und wir haben eine leere Dose im Inventar. Die leeren Gläser können wir natürlich wieder auffüllen. Aus den leeren Dosen können wir Scrap Iron gewinnen. Absolut toll. Was gibt es denn noch, was ich unbedingt loswerden möchte? Ich bin eigentlich wesentlich schneller durchgekommen, als ich das ursprünglich geplant hatte. Lasst mich mal gerade nochmal in meine Notizen schauen. Wir haben die Random World ein bisschen gezeigt. Die neue Oberfläche habe ich erklärt. Oh, eine Sache noch zu der neuen Oberfläche. Genau, hier unten, also es bewegt sich leider gerade mit, aber hier unten, wo das Icon ist und wo die Statistiksäulen sind, hier die Stadtsäulen, da steht jetzt auch nicht mehr, wenn man zum Beispiel, wir brauchen gerade mal, dann kann ich beides auf einmal zeigen, eine Pistole. Da steht jetzt nur, dass es eine Pistole ist. Da steht jetzt nicht mehr, wie heile oder kaputt die ist. Das kann man jetzt tatsächlich nur noch hier drüber ablesen, beziehungsweise anhand des grünen Balkens hier unten erkennen. Und wenn ihr mal unten rechts schaut, wo die Munitionsanzeige ist, die hat sich ein bisschen verändert. Da ist jetzt nicht mehr diese lustige Grafik für die einzelnen Patronen, sondern da steht jetzt einfach nur noch, du hast 15 in der Waffe von, ja, ich habe keine Munition. Dann wollen wir doch mal gerade noch 9 mm suchen. Und dann nehmen wir mal hier so einen lustigen Wert. So, 15 von 125. Der zeigt also nicht an, wie viel in einem Magazin wäre, sondern er zeigt jetzt an, wie viel Munition wir insgesamt dabei haben. Finde ich großartig. Gerade beim Crossbow, du schmeißt einfach die Pfeile ins Inventar, verlierst sie nicht, wenn du stirbst, siehst aber trotzdem, wie viel Schuss du noch hast. Finde ich absolut großartig. Ja, das wollte ich noch gezeigt haben. Ich gucke gerade noch mal weiter. Beine brechen hatten wir, Durchfall hatten wir. Ah, Benommenheit nach Hit durch Zombie habe ich mir noch aufgeschrieben. Haben wir doch einen Buff vergessen. Ich will gerade mal mal einen Zombie spawnen. Zombie 04. Ja, komm her. Zieh mir mal eine hier, Kumpel. Nee, nicht das Gras. Mir sollst du einen runterhauen. Hoffentlich sterbe ich nicht gleich. Ja, jetzt seht ihr da unten das Icon mit diesem Sternchen über dem Kopf. Und ihr habt gesehen, ich konnte mich nur noch ganz langsam zurückbewegen. Ich will mich gerade mal heilen, dann können wir das nochmal machen. Was brauche ich denn dafür hier? Painkiller. Painkiller, wir brauchen mehr Painkiller. So, you took painkillers. Ja, das habe ich gesehen. Also es gibt sehr viele neue Hinweistexte auch da unten.
Kann man die eigentlich kombinieren? Nee, kann man nicht. Geht nicht schneller dann. Schade, Schokolade. Da kann ich euch noch was zeigen. Es gibt nämlich jetzt, wie nennt sich das? Blood Packs. Blood Bags, Entschuldigung. Und Blood Draw Kit. Da brauchen wir nur eins von. Wie kann man seine Gesundheit noch schneller wieder aufbauen? Mit Essen. Und zwar mit dem hier. Wollen wir auch gerade mal machen. Dann kann ich euch diese zwei Items mal zeigen. Wobei ich kann es andersrum zeigen. Wenn ihr so ein Blood Bag gefunden oder selber hergestellt habt, dann könnt ihr das mit der rechten Maustaste benutzen. Und ihr bekommt dann quasi Energie bzw. Gesundheit zurück. Wenn wir mit der Maus nochmal rüberhalten, sehen wir, dass wir 5 Gesundheit kriegen, 5 Hunger werden gestillt und wir kriegen 5 Ausdauer zurück. Kann man also ganz schnell ein paar Mal hintereinander hier klicken, wenn man genug Blood Bags hat. Und dann geht es einem wieder gut. Jetzt schmeißen wir die mal weg. Und dann haben wir dieses lustige Blood Draw Kit. Die Icons dafür sind offenbar noch nicht fertig. Und was wir jetzt machen können, wir können mittels Rechtsklick uns selbst Blut abnehmen. Das sehen wir auch in der Gesundheitsanzeige. Ich glaube, das sind 50 Punkte oder 25 Punkte. 25 Punkte, die uns abgezogen werden von der Gesundheit. Dafür erhalten wir dann aber so ein Blood Pack, eine Blood Bag. Meine Güte. Ja, und wie man die benutzen kann, habe ich ja gerade eben gezeigt. So, das haben wir gezeigt, das haben wir gezeigt, das haben wir gezeigt. Ich muss gerade nochmal einen Tabwechsel machen. Dosenfraß gibt eine leere Büchse, trinken gibt ein leeres Glas. Was haben wir da noch? Ah, eine Sache auch noch, die man ruhig wissen darf. Und zwar gibt es ja hier diese lustigen weißen Pflanzen schon länger. Die haben jetzt eine Funktion, wenn man die einsammelt. Ich nehme mal 2 Stück davon. So. Dann kann man daraus jetzt nämlich Stoff herstellen. Wenn man die in die Mitte legt, bekommt man nur die Samen für die Baumwolle. Also das soll Baumwolle sein. Wenn man die übereinander stapelt, dann bekommt man ein Stofffetzen. Und was man damit machen kann, ist eigentlich soweit klar. Man kann allerdings jetzt auch Stoffklamotten herstellen. Also nicht nur Leder und Eisen, sondern auch Stoffklamotten. Die haben natürlich eine geringere Widerstandskraft gegen Angriffe, aber ist besser als gar nichts. Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Es gibt noch ein Haufen anderer Fixes. Das Changelog ist ellenlang. Lest euch das einfach durch, auch wenn es auf Englisch ist. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Änderungen, postet sie einfach als Kommentare. Ich lese mir das durch und beantworte so weit ich kann eure Fragen. Ja, das war's von mir, von Alpha 9. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem großartigen, zufallsgenerierten Terrain. Lauft rum, ich kann es euch nur raten. Es gibt so viele neue Prefabs, also fertige Gebäude, die nur in der Random Map auftauchen, die also nicht in Neverskein implementiert wurden, sondern wirklich nur hier zu finden sind. Ich will das gar nicht alles zeigen. Schaut euch das selber an. Ich verderbe euch sonst nur den Spaß, wenn ich jetzt hier alle Gebäude zeige, die es gibt, alle Point of Interests schon zeige. Das macht keinen Spaß. Geht auf jeden Fall in die große Stadt, die ich gezeigt hatte. Kleiner Tipp, die findet ihr bei den Koordinaten 00. Das heißt, ihr öffnet euch die Karte. Wo sind wir jetzt hier? 236 Süd. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen hier nach oben gehen. Und dann ein wenig nach hier. Upp. Dann sollte die hier eigentlich irgendwo zu finden. Moment, wir waren doch da schon. Wo war die denn? Genau. Hier war die, glaube ich, irgendwo, ne? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist sie bei 00 zu finden. Man spawnt in der Regel in der Nähe von dieser Map, von dieser Stadt und kann die sich auf jeden Fall angucken. Ich kann mich ja mal kurz dahin spawnen kommen. Was soll denn der Geiz hier? 00 Set Position. Dann lassen wir uns mal eine Runde fallen, bis wir was sehen. Bunk. So. Dann gucken wir uns das auch noch mal kurz an. Das ist also die große Stadt, um die sich alles dreht. Hier haben wir ein großartiges, ja, Apartmentgebäude. Dann gibt es hier irgendwo noch, lasst mich mal schauen, wo war die denn?
Irgendwo gibt es ein Parkhaus. Hier ist noch ein Apartmentgebäude. Wo ist denn das Parkhaus hin? Parkhaus! Komm, Gucci, 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 Gucci. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist das Parkhaus? Ich hätte vielleicht die Grafikeinstellung nicht ganz so hochschrauben sollen. Deswegen lädt das bei mir jetzt gerade so langsam. Aber ich wollte euch natürlich die Schönheit nicht vorenthalten, die dieses Spiel doch mittlerweile mit sich bringt. Ich glaube, das Gebäude hier ist auch neu. Ich habe noch nicht ganz begriffen, was das sein soll. Irgendwie eine Fabrik oder sowas. Wo ist denn das Parkhaus? Verdammt nochmal. Also noch mehr Fabrikgebäude. Da ist noch ein Apartment. Da ist es. Da ist das Parkhaus. So. Uhr. Da ist das Parkhaus. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also macht Spaß, diese Stadt zu erkunden. Seid vorsichtig. Hier laufen jede Menge Gegner rum, wenn sie aktiviert sind. Ja. Dann haben wir das für heute. Ich wünsche euch, kann ich einfach nur nochmal betonen, viel Spaß mit der Alpha 9. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich freue mich auf euch und tschüss.